Heute besuche ich ein verlassenes sogenanntes Horrorkinderheim mitten im Wald. Zumindest findet man bei Google Einträge dazu. Es solle hier spuken, sagen einige Menschen. Was daran ist, das versuche ich im heutigen Video herauszufinden und merke schnell, hier bin ich vielleicht nicht alleine unterwegs. Das Gebäude liegt mitten im Wald, völlig abseits von jeglicher Zivilisation. Das macht es noch spannender bei der Erkundung. Da ist es tatsächlich, das Gebäude. Wirkt von außen tatsächlich ein bisschen unheimlich. Oh, hier geht's richtig tief runter. Und das ist nicht abgesichert. Hallo? Ey, da liegt ein Fuß drin. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich höre Stimmen. Diese ganzen schmalen Gänge. Im Dunkeln stelle ich es mir halt wirklich ultra unheimlich vor hier. Welches übrigens auch extremst niedrig angebracht wurde. Das geht mir von der Höhe her gerade mal bis zum Knie. Das ist also definitiv auch für Kinder gedacht. Bevor es mit dem heutigen Video weitergeht, möchte ich meinen heutigen Sponsorpartner Wolfgangs nicht vorenthalten, denn die haben nämlich 4 neue Farben in ihr Sortiment aufgenommen vom W1 Messer. Das ist ein sehr preis-leistungsstarkes Messer im Wolfgangs Sortiment, welches eigentlich für jeden Geldbeutel geeignet ist. Sieht ziemlich cool aus, gibt es jetzt hier zum Beispiel in Stonewash Klinge mit grünem Griff. Dann gibt es hier noch einen schwarzen Griff mit Stonewash, sieht sehr, sehr böse aus, finde ich, auch mit der schwarzen Scheide dazu. Und dann gibt es noch 2 weitere Farben, da guckt ihr am besten einfach in den Link in der Videobeschreibung. Da findet ihr alles zu den Messern, was ihr wissen müsst. Ansonsten kann man sagen, C440er Stahl, also ein sehr, sehr robuster Stahl, der auf jeden Fall auch im Autoeinsatz richtig Freude macht. Ihr habt einen durchgehenden Erl, das bedeutet, hier am ganzen Griff ist quasi Stahl darunter, wodurch ihr quasi ein richtig robustes Messer habt, was draußen beim Arbeiten im Bushcraft-Einsatz oder was auch immer ein richtig solides Gefühl gibt. Übrigens hat das W1 Messer die gleiche Klingenform wie auch das viel, viel teurere Ambulo Messer, was ich ja auch sehr gerne mit mir führe. Das ist also ziemlich geil. Ihr zahlt viel, viel weniger, habt aber ein ähnliches Messer und das wirklich zu einem ultra geilen Kurs. Also ich muss sagen, ich bin richtig begeistert. Laut Waffengesetz 42a kann man das ganze Ding auch legal mit sich führen. In der Öffentlichkeit muss man also keine Angst haben. Bis 12 cm geht das und diese Klinge hier ist auf jeden Fall unter 12 cm. Ansonsten gibt es hier an der Scheide noch so einen kleinen Haken. Da kann man das einfach entspannt am Gürtel anbringen oder an irgendwelchen anderen Teilen, je nachdem, was ihr da habt. Vielleicht auch einen Karabinerhaken. Dann könnt ihr es entspannt mit euch führen. Wer Bock hat auf ein Gewinnspiel von Wolfgangs, der sollte dringend den Link in der Beschreibung anklicken. Wolfgangs.de/PJ eingeben oder den Link anklicken. Da kommt ihr zum Gewinnspiel und habt die Möglichkeit, 10x50 € Gutscheine zu gewinnen. Das lohnt sich auf jeden Fall, das Ding auszufüllen. Und dann hat jeder die gleichen Möglichkeiten und wird von Wolfgangs direkt per E-Mail kontaktiert, sobald die Auslosung stattgefunden hat. Alle Links, die ihr zu Wolfgangs jetzt noch wissen müsst, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch das Gewinnspiel. Guckt euch gerne um, unterstützt Wolfgangs und auch mich. Und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Video. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal und gemeinsam mit euch gucke ich mir heute ein verlassenes, altes Kinderheim an. Online ist es auch als das Horror-Kinderheim bekannt, mitten im Wald. Wir haben heute schönes Wetter, dadurch ist es mit diesem Horror-Feeling vielleicht nicht ganz so. Aber ich glaube, gerade wenn man hier nachts nochmal zurückkommt, wenn sich das denn wirklich lohnt, dann wird das nochmal eine ganz, ganz andere Atmosphäre geben. Ein bisschen was zur Geschichte konnte ich im Vorhinein auch herausfinden. Ich habe gerade auf dem Weg hierhin ein bisschen gegoogelt, aber ich würde sagen, wir gucken erstmal, wo das Ding genau steht und sehen uns dann mal um. Man läuft hier immer weiter so einen Waldweg entlang und irgendwo da vorne muss es eigentlich liegen. Ich habe keine Ahnung, wo genau. Ich gucke immer mal wieder auf Maps, aber der Empfang ist hier leider ziemlich schlecht. Wird schon, Leute. Bin jetzt hier irgendwo an so einen Zaun gelangt. Hier hat der Sturm einen riesigen Schaden angerichtet und ganz, ganz viele Bäume sind umgekippt. Ich habe keine Ahnung, aber da hinten meine ich ein Haus am Waldrand zu sehen. Ich balanciere jetzt hier einfach mal rüber. Guck mal, ob wir hier irgendwie weiterkommen. Inzwischen ist hier so ein kleiner Pfad, der sich hier hochschlingelt. Und da ist es tatsächlich, das Gebäude. Wirkt von außen tatsächlich ein bisschen unheimlich. Wenn hier nicht die Vögel zwitschern würden, ihr wisst schon, was ich meine. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier über diesen Weg vielleicht früher auch die Autos zum Gelände hochgefahren sind. Inzwischen ist das natürlich alles extrem zugewachsen. Was ist hier vorne noch? Hier gehen so Löcher in den Boden. Oh, hier geht's richtig tief runter. Und das ist nicht abgesichert. Hallo?
Das halt richtig. Ey, da liegt ein Fuß drin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hinten liegt ein Fuß. Das wird kein menschlicher Fuß sein, aber... Alter, stellt euch vor, wir würden da drin jetzt wirklich einen menschlichen, echten Fuß finden. Das ist ein Plastikding. So, gucken wir weiter. Bei so Kinderheimen ist mir irgendwie immer ein bisschen unwohl zumute. Und ich glaube, da haben auch viele Horrorfilme mit zu tun, weil Kinderheime ja oft, ja, so ein Szenario sind für einen Horrorfilm. Mit verfluchten Kindern, schwer erziehbaren Kindern und so. Hier ist es, das Gebäude. Ein sehr hoher Balkon, der sich einmal komplett hier um das Gebäude zieht. Überall schon Graffiti. Lasst euch nicht von dem Graffiti abschrecken. Das Gebäude hat trotzdem seine Geschichte. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Hier führt der Pfad weiter lang. Einige Bäume, die schon richtig umgeknickt sind. Boah, das Ding ist halt richtig gerockt, ne? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal von außen um. Hier wird es auch direkt schattiger. Ich meine gerade, ich habe irgendwas husten hören. Habt ihr das auch gehört? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich höre Stimmen. Okay, hier wurde alles zugeplattet. Irgendwelche Fahrzeughallen? Ich schätze mal, dass hier vielleicht die Mitarbeiter überdacht stehen konnten. Mit dem Auto früher. Ist schon ein großes, unheimliches Gebäude. Hier vorne ist noch so ein Garagengebäude und das Gebäude von der hinteren Seite. Ich habe natürlich versucht, einiges zu der Geschichte zu diesem Gebäude herauszufinden. Im Internet findet man tatsächlich nicht sonderlich viel, bis auf einen interessanten Facebook-Eintrag, wo anscheinend einige Menschen, die hier früher selbst mal in diesem Kinderheim gelebt haben, teilweise schreibt hier zum Beispiel jemand, ich war in diesem Kinderheim von 1979 bis 1983. Heute bin ich 44 Jahre alt. Man müsste eigentlich Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen, um zu erfahren, wie es auch wirklich hier drin ablief. Im Internet findet man noch 2, 3 weitere Artikel. Da steht immer wieder Horrorkinderheim und eben die Verbindung zu schwer erziehbaren Kindern. Was sich genau darin abgespielt hat in diesem Gebäude. Vielleicht finden wir noch irgendwelche Relikte aus alten Zeiten darin. Lasst uns gucken. Ich bin gespannt. Hallo? Ist da jemand? Hier ist eine Tür. Ein langer Gang. Graffiti ohne Ende, aber davon lassen wir uns jetzt einfach mal nicht abschrecken. Die Tapete löst sich hier auf jeden Fall schon von den Wänden. Hier gibt es direkt ein kleines Badezimmer. Ein bisschen eigenartig. Da oben ist einfach so eine Luke mit einem Fenster. Da geht's locker nochmal 3 Meter weiter. Wie so ein kleiner Geheimgang. Tja. Hier muss man sich richtig an Details festhalten. Wie zum Beispiel dieser Spülhebel. Der hängt nämlich viel, viel tiefer als bei einem Erwachsenen. Der wäre mir jetzt hier viel zu niedrig. Aber Kinder kommen da natürlich gut ran. Also schon mal das erste Detail, dass es sich wirklich um ein Kinderheim gehandelt hat. Ansonsten haben wir hier die ersten Räume. Ob das hier wirklich schon Kinderzimmer waren? Eine Studie für Kanadas Sicherheit. Die Karlsbrücke. Tribune. Ausgabe 143, 22. Juli 1983. Dazu passen hier natürlich auch gut diese ganzen Gesichter. Seinem Credo verpflichtet, Geschichte, Militär. Schon interessant, so uralte Zeitungen hier noch zu finden. Auch eine Zeitung, 22. Juli 1983, ist die gleiche Ausgabe. Tja, ob es den Kindern, die hier in diesen Räumen vielleicht gelebt haben, gut ging? Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Das Einzige, was ich weiß, dass man im Internet eben findet, dass diese Kinder hier schwer erziehbar waren und dass es sicherlich vom Leben her und so weiter nicht immer einfach war. Man hört ja auch immer wieder, gerade von älteren Kinderheimen, dass da immer wieder auch Missbrauch und so weiter gab. Aber das möchte ich hier natürlich auf gar keinen Fall unterstellen. Das muss hier nicht passiert sein. Schöne Fenster nach draußen in den Wald gibt es auf jeden Fall. Das Kinderheim ist halt wahnsinnig abgelegen. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist es einfach ein wahnsinnig altes Gebäude. Und das macht es natürlich gerade bei Nacht noch mal wesentlich gruseliger. Ja, wenn man wieder auf den Flur tritt, gibt es hier halt Raum für Raum. Hier zum Beispiel einen sehr, sehr dunklen Raum. Hier kann man auf jeden Fall schon fast die Taschenlampe brauchen. Hier ist nicht viel mehr drin als noch dieses alte Radio. Keine Ahnung, hier gibt es so ein paar Knöpfe. Es könnte auch ein altes Aufnahmegerät sein, so ein Kassettenaufnahmerekorder. Hatte ich auch als Kind. Ja, und dann gibt es hier ein Treppenhaus. Da
Da geht's nach oben und nach unten. Ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal ganz nach oben und dann nochmal in den Keller zum Schluss. So machen wir es ja meistens. Muss man ein bisschen aufpassen, das Geländer fehlt schon vollständig. Boah, hier geht's noch eine Etage höher. Die Räume sind immer irgendwo gleich aufgeteilt. Hier noch ein relativ großes Zimmer. Vielleicht gab es hier zwei Betten, die so schön am Fenster standen. Oder auch vier Betten als Hochbett. Auf jeden Fall wachsen die Bäume hier schon so dicht am Fenster entlang, dass ich die Äste hier schon anfassen kann. Das muss schon so lange leer stehen. Guck mal hier, im Zimmer habe ich tatsächlich noch was gefunden. Irgendwelche Kinderaufkleber mit einem Fahrrad und einem Bären. Tja, wahrscheinlich mit das Einzige, was man aus der Zeit damals noch findet. So. Gehen wir weiter den Gang lang. Diese ganzen schmalen Gänge. Im Dunkeln stelle ich es mir halt wirklich ultra unheimlich vor hier. Hier in diesem kleinen Raum liegt tatsächlich eine alte Rettungsdecke, oder? Warum auch immer. Ob es hier mal irgendwie einen Verletzten gab oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt die hier. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und gegenüber kommt man tatsächlich auf diesen großen Balkon, den wir von außen ganz am Anfang schon gesehen haben. Der ist echt eindrucksvoll. Von hier aus gehen dann auch noch größere Räume ab, wie zum Beispiel, vielleicht war sowas hier ein Ess- oder Gemeinschaftsraum, wie so eine Kantine in der Art. Das Ganze ist hier auch nur mit so einem Wellplastikdach bedeckt. Hier gibt es am Ende sogar noch ein Treppenhaus. Oh, gehen wir vielleicht einfach hier nochmal wieder rein. Oh, hier muss man mit dem Boden schon ordentlich aufpassen. Der ist hier richtig runtergekommen. Hier noch weitere große Zimmer. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche euch diese Räume so gut es geht darzustellen. Aber hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es hier mal so eine Art altes Sekretariat gab. Dass hier vielleicht die Pfleger und so und die Betreuer für die Kinder eben vielleicht hier ihre Büros hatten. Vielleicht finde ich alte Schwarz-Weiß-Bilder, die ich euch hier einfügen kann. Dass ihr zumindest eine leichte Vorstellung bekommt, wie das hier mal ausgesehen haben könnte. Nächste Etage. Ich halte mich hier schön am Außengeländer, welches übrigens auch extremst niedrig angebracht wurde. Das geht mir von der Höhe her gerade mal bis zum Knie. Ich muss mich also richtig runterstützen, dass ich mich überhaupt festhalten kann. Das ist also definitiv auch für Kinder gedacht. Schmale Gänge. Eieiei, der Boden macht gar keinen guten Eindruck mehr. Boah, ein kleines Badezimmer. Nichts weiter drin, bis auf Fliesen und immer wieder die gleichen Graffitis. HDF, HLF, HDF, HLF. Alter, welcher Psycho hat das denn hier angesprüht? Immer wieder das Gleiche. Aus diesem einen Raum hat man einen Blick fast über den kompletten Wald. Ich sehe ganz da hinten in der Ferne sogar noch Windräder. Die sind locker 10, 20 Kilometer entfernt. Ich wollte euch ja noch ein paar Facebook-Kommentare vorlesen von diesem Beitrag. Das versuche ich jetzt mal. Da solltet ihr mal eine Nacht verbringen, schreibt jemand drunter. Da war ich vor 4 Jahren drin, damals. Ist am Arsch der Welt, mitten im Wald. Echt gruselig, das Ding. Da soll es spuken, schreibt jemand. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass wir hier nochmal nachts wiederkommen und hier wirklich eine dicke Overnight, vielleicht zum Beispiel mit Leon TV machen und hier drin mal richtig schön das Ouija-Brett aufbauen und solche Sachen. Mal so ein bisschen auf Geisterjagdbasis. Weil diese Location mitten im Wald, abgelegen von jeglicher Zivilisation, scheint sich dafür sehr, sehr gut zu eignen. Leute, wenn ihr selbst mal in einem Kinderheim gelebt habt oder sogar in diesem Kinderheim hier gelebt habt, schreibt mir sehr, sehr gerne privat oder auch in die Kommentare. Ich denke, es würde viele interessieren, wie das Leben im Kinderheim abläuft, ob es schön war, ob ihr schreckliche Erfahrungen gemacht habt, gerade wenn ihr vielleicht auch schon ein bisschen älter seid. Früher waren die Bedingungen für ein Kinderheim bestimmt auch noch andere als heutzutage, wo es auch noch passiert ist, dass Kinder geschlagen wurden und so weiter. Wenn ich hier so durch diese ganzen leeren, inzwischen mit Graffiti besprühten Räume laufe, dann kann man sich natürlich kaum noch vorstellen, wie das hier gewesen sein muss. Im Horror-Kinderheim im Wald. Es ist ultra muffig auf jeden Fall. Der Dachstuhl arschtrocken. Das Ding brennt wie Zunder.
hier irgendjemand auf dumme Ideen kommen sollte. Hier sind aber auch schon ordentlich Löcher im Dach. Da sollte man auf jeden Fall aufpassen und hier nicht zu viel rumlaufen. Das kann richtig böse enden. So Leute, jetzt geht's nochmal runter in den Keller. Wir hatten hier auf jeden Fall eine Treppe für den Keller gesehen. Den gucken wir uns am Ende natürlich auch nochmal an. Obwohl das hier noch nicht der Keller ist, wie es scheint. Hier gibt's eine extra Tür dafür. Raum 112, wie mir scheint. Waren wir auf dieser Etage überhaupt schon? Nein, Leute, hier waren wir noch gar nicht. Hier gibt es einen riesigen Saal, wie mir scheint. Auch wenn auch hier natürlich alles voller Graffiti ist. Aber ein richtig schöner, großer Empfangssaal, beziehungsweise vielleicht auch Kantine oder was auch immer. Und in die andere Richtung vom Gang, direkt neben dem Abgang in den Keller, gibt es tatsächlich auch nochmal ein Badezimmer. Guck mal, hier sind sogar so alte, handgemalte Bilder drauf. Auch hier an der Wand Seepferdchen und so weiter. Wieder recht niedrig hängende Waschbecken ursprünglich, die hingen ja wirklich noch da drunter, unter diesen Brettern. Und auch hier Duschen. Ja, das waren alles Duschen. Nun lasst uns aber endlich in den Keller gehen. Hier wird es auch direkt richtig kalt. Oh. Oha. Wie so ein kleiner Kriechkeller. Hier noch ein zusätzlicher mit einer Dusche. Vielleicht für die Mitarbeiter hier. Und dann hier vorne ein Heizungsraum. Und hier vorne geht's wieder raus. Ich würde sagen, wir verlassen das Gebäude auch wieder. Alter, dieser Klimaumsprung. Hier wieder direkt super warm. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich weiß, die Location war ordentlich zerrödelt und trotzdem mit der Geschichte, mit dem Kinderheim für schwer erziehbare Kinder, mitten im Wald, hier im absoluten Nichts. Das hat sich trotzdem gelohnt. Und so ein paar Details findet man dann doch immer, die auf eine Geschichte stoßen, die schon lange vergraben wurde zwischen Graffiti, Bäumen und irgendwelchen Pflanzen, die das Ganze überwuchert haben. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr selbst mal im Kinderheim wart. Auch gerne eure Erfahrungen in die Kommentare, wenn ihr denn wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt frauengesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video. Ciao! Thoughts, yeah, I let them go. 'Cause I'm here.